Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Modsalsa. Ja, es kam leider gestern keine Folge, mit einem ganz einfachen Grund. Ich hatte einen Berg an Terminen. Ich werde aber auch vorher immer was auf meiner Facebook-Seite posten, also könnt ihr da gerne mal drauf schauen. Also würde mich freuen, wenn da auch mal welche mehr vorbeischauen. Ich würde jetzt erstmal was mampfen. Kommt, reicht das auch schon. So, ich war gerade eben die Turtle abholen und, naja, irgendwie bangen die anscheinend mit dem, bisschen rum mit dem Sammelschnell. Wie heißt die Kacke nochmal? Scheiß Alzheimer-Gedächtnis. Ah, Dimensional Anchor, meine Güte. Damit bangen die anscheinend ein bisschen rum. Und zwar ist es so, dass der ab einer bestimmten Höhe aufgehört hat zu graben, obwohl der im Bereich Radius des Dimensional Anchors war. Aber naja, ich habe jetzt auch dementsprechend alles mitgebracht. Wollte hier noch gerade die Essenzen abholen. Ist dazu also nicht so viele fertig, weil ja halt der Junk nicht geladen war. Ja, so, was haben wir heute vor? Ich habe null Ahnung. Ja, ich bin gerade richtig unvorbereitet in die Aufnahme reingegangen. Ich bin eben erst aufgestanden. Also ich bitte schon mal dementsprechend zu verzeihen, wenn ich ein bisschen müde klinge. Aber wir könnten ja mal schauen. Die brauche ich ja gerade nicht mehr. Die klatsche ich mal da hin. Da tue ich hier das und das und das da rein. Was haben wir denn an Ressourcen? War hier noch so drin? Ich hätte da schon eine Ahnung, was man machen könnte. Und zwar, wie ich erfahren habe, gibt es mittlerweile schon eine eigene Energieversorgung. Also es gibt auf jeden Fall schon eine eigene Lava-Versorgung für die öffentliche. Und dann könnten wir ja mal schauen. Dann mache ich mir mal gerade einen Chisel. Eine Chisel my Dissel. Ja. Nicht den Carpenters. Nein, wir wollten den hier. Und das war ja nur ein Eimendenker. Haben wir zufälligerweise noch eins? Nein. Ja, das ist ja schon sehr schön. Wir noch die Bambu-Charco. Machen wir gleich zwei Eisen. Dann könnte ich nämlich noch direkt eine neue Schaufel machen. Zählt das, soweit ich weiß, auch hier als ja. Das ist auch ein Stück. Wow. Brauche ich jetzt ernsthaft ein Stick? Tatsache. So, nehmen wir uns mal was Cobblestone raus. Dann machen wir uns jetzt schon mal das Energiegebäude langsam mal da drüben hin. Das hatte ich ja vorgehabt, hier so hinzubauen. Dafür brauchen wir erstmal hier ein bisschen Platz. Da werde ich auch wirklich ein bisschen mehr mit Chisel arbeiten. Ich werde auch mal schauen, wie ich das dann machen werde, aber ich werde tatsächlich mal sehr stark mit den Factory-Blöcken arbeiten. So. Das sieht doch schon mal sehr schön aus. Alter! Was war denn das jetzt für ein Cheat? Ich mich geschreckt. Gut zu wissen, dass hier unter die Höhle ist. Ich mache das auf jeden Fall jetzt hier nochmal so ein bisschen provisorisch mit Erde zu.
Ich werde mal schauen, wie weit ich heute schon mit dem Gebäude komme. Ich werde auf jeden Fall erstmal nachher die Pulverweiser und Redstone Furnace wieder aufbauen, damit wir die Erze, die wir schon mal haben, verdoppeln können. Ich werde das Ganze dann auch wirklich, wie gesagt, erstmal über die Lavaversorgung laufen lassen, weil jetzt schon mit dem Big Reactor anfangen zu wollen, das wäre bescheuert. Wir müssen da teilweise echt erstmal warten, bis wir ein paar Ressourcen haben. Ich werde dann ausgehen, mal schauen, dass wir dann ein bisschen Essenz das wiederkommen und da ich endlich mal einen bestimmten C-Typ machen möchte. Und zwar würde ich gern für den Big Reactor würde ich gern, wenn ich das jetzt noch viel schneller finden würde, hier die Uranium-Seed, sollen eigentlich Uranium-Seeds sein, wie man hier sieht, schön mit 4 Uran. Nachfällen waren auch die Extreme Essenzen, aber gibt es eigentlich auch Yellow Weed? Oder Yellow? Oh, gibt es auch. Da schaut mir doch gleich mal die Essenz an. Wenn man es dann nochmal richtig schreiben würde. Ah. Okay, dann werde ich mir da noch ein kleines Feld machen, halt als Grundversorgung für die für den Reaktor. Ich würde auf jeden Fall hier gerne eine, nicht so eine moderne, sondern so eine kleine Capital-Teils. Machen wir hier ein Boot daraus. Ah, die verbinden sich auch schön. So eine richtig schön stumpfe Fläche halt. Ich war auch gestern Abend nochmal ein bisschen was im TS mit Trivolo, habe ich ein bisschen mit dem unterhalten. Und dem, der stellt ja schon was auf die Reihe, da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Ich werde jetzt aber auch nicht erzählen, was das ist. Ich glaube, das wird ihm nicht so sehr gefallen. Ach ja. Ich hatte aber auch gestern, als ich einen der Termine, kann ich mal öffentlich sagen, ich war gestern noch beim Hautarzt. Und da war echt ein WTF-Moment. Da habe ich euch nur gedacht, bitte was? Und zwar komme ich da erstmal an, meine Haut untersucht, sah soweit ganz gut aus und dann kommt ihr an. Ja, wir müssen jetzt noch eine Blutabnahme machen. Ich war nur, okay, und wieso? Ja, nee, dürfen wir Ihnen nicht sagen. Da habe ich mir gedacht, bitte was? Ja, das dürfen wir Ihnen nicht sagen. Das ist ein Arztgeheimnis. Dann denke ich mir nur, was? Ich meine, das ist mein Körper, das ist mein Blut, da werde ich doch wohl erfahren dürfen, was damit gemacht wird. Also, wie seht ihr das? Das würde mich echt mal interessieren. Also, teilweise fand ich das ja schon ein bisschen sehr... wie soll ich es ausdrücken? Ich drück's mal aus, merkwürdig. Ich hoffe, das seht ihr doch genauso, weil ich meine, es ist ja euer Körper, da würdet ihr wohl erfahren dürfen, was damit gemacht wird. Oder liege ich da so falsch? Nein, das wollen wir nicht abnutzen. Nehmen wir jetzt mal die Tier-Essenz mit. Legen uns dann mal gerade schlafen, wenn wir das weggebracht haben. Das und das. Ja, das macht den doch glücklich. Und ich liege jetzt hoch, weil ich zu voll zum Laufen bin. Und ich stecke irgendwo fest. Ja. Ah, jetzt müssen wir mal hier auf den Chat achten. Da hat der liebe Trivo da wohl sein, Trivo oder Ziorino sein gebaut. Okay. Dann hat der liebe Sigurin doch nichts eingebaut. Ja, es gab auch ein... Wenn man vom Teufel spricht. Moinsen, bin in der Aufnahme. Während wir jagen mal das Feld ab.
Ach, der Verrückte. Freddy! Ich komme immer nicht drauf klar, wieso ich das Hund Freddy genannt habe. Das müssen wir uns aber auch nochmal da rausholen. So. Das nehmen wir mit. Coffee. Shop. Peanuts. Karotten. Oh, nochmal Coffee. Tomato. Strawberries. Reis und noch mehr Reis und das sollte alles sein. Fassen wir mal hier die Cherry Tomaten oder... Ja komm. Dann musst du einen kleinen Moment warten, lieber Theorien. Ja, baust halt mal wieder klein, nicht wahr? Oh, also Leute, die Folge wurde heute aufgenommen, also schaut doch nochmal beim Theorien vorbei, wenn ihr das neu interessieren würdet. Ich werde es auf jeden Fall mal anschauen. Da hat er mich jetzt neugierig gemacht. Direkt mal Werbung für gemacht in meiner Aufnahme. Okay, wir wollten dann jetzt hier Pulverizer bauen. Das war hier, wir brauchen einen Piston, einen Machine Frame Basic. Das war 10 Gear. Ach, da brauchen wir gar nicht mehr so viel Gold dafür. Wir werden auf jeden Fall 2 Gold brauchen. Ey, ich rede noch nachher mit dem. Okay. Eisen werden wir gut was brauchen. Opam aufnehmen. Ich kann hier noch die Coffee Beans wegtun, dann tue ich nochmal hier das Essen raus. Hier so. Oh, schade. Dann wäre jetzt gekommen. Leute, geht bei Dosch vorbei und abonnieren und liken. Ich weiß mal das schnell nach. Dann könnten wir schon mal den... Machen gleich die 2 Pistons. Weil wir werden ja bestimmt noch einfach einen Redstone Furnace brauchen. Wenn ich ihn jetzt mal gerade finden würde. Da waren wir ja auch noch. Ich liebe es. Gut, dann noch ein Iron nach. Dann machen wir schon mal die Redstone Reception Coil. Dann mache ich das mal gerade so, mache mir hier so ein bisschen Platz, wo ich das, was ich fertig habe, schon mal hinlegen kann. Dass wir dann hier einen Piston
Entschuldigung, da konnte ich mir gerade nicht schnell genug muten. So, die Coppergears brauchen wir. Das sind 8 Copper. Und das waren dann noch 2 Iron, wenn ich mich nicht. Jo. Dann können wir mal schauen, dass wir den Basic schon mal machen. Und dafür brauchen wir noch 14 und noch ein Iron. Dann machen wir gleich noch 2 Iron. Tennessee. Komm schon. Voll der Feld, wenn ich mich einlogge, steht das immer OP-Eisen, aber bin ich ewig nicht mehr OP. Mir fällt gerade irgendwie kein blöder Spruch ein. Jeder darf du nicht overpowered bist. Gut, dann mach ich schon mal das erste Copper-Gear. Gut, dann machen wir schon mal das Tin-Gear. Dann schmeiße ich hier schon mal dort Iron nach. Mache das Iron auch schon mal fertig. Das Copper-Gear. Und wieso hat sich das jetzt wieder sortiert? Habe ich da auf Sortieren gedrückt? Aber naja. Flints haben wir bestimmt auch noch irgendwo rumfliegen. Haben wir echt keinen Flint? Warte mal, war es nicht damals auch schon so, dass ich keinen Flint hatte? Kommt mir nämlich so bekannt vor. So, jetzt brauchen wir nur noch diesen Maschinen. Also beim Rechnen habe ich das heute echt nicht. Reinforced, Resonant, Hardened, Reinforced, Resonant, Basic. Glas brauchen wir noch. Haben wir jetzt Sand? Natürlich nicht. Ich würde sagen, den craften wir uns dann noch schnell zu Ende. Und dann war es das auch schon gleich mit der Folge. Nehme ich mir gleich hier, mach den kleinen Sandstand hier weg. Weg. Den werde ich glaube ich nochmal mit einer Tür irgendwann zumachen, weil ich habe irgendwie ein Gefühl, irgendwann würde Siorin hier dabei reinkommen. Und das würde ich dann irgendwie doch noch gerne vorbeugen. Jetzt nochmal parallel auf das Glas warten. 1, 2. Schauen wir mal unten, was es da so Neues gibt. Ein paar Essenzen. Essenz of the Ender. Komm, Obsidian nehmen wir noch mit. Und leuchtet der Tatsache, die Glossanpflanze leuchtet aus. Doof, doof und doof. Also wirklich was gefaffen kann man davon noch nicht.
Ah, sehr schön. Dann geht das jetzt hier. Zinngier, Iron Ingots und Glas. Machine Frame Basic. Jetzt der dahin, Piston. Lens, Copper Gears und Reception Coil. Und wir haben den Pulverizer schon mal wieder. Und ich würde sagen, mit dieser wundervollen Nachricht. Da ist es. Genau das meinte ich. Iceman schnarcht so laut, dass sie Toten aus ihrem selber kochen. So, wacht auf und schaut, wie euer Gott Sigurin die Sonne scheinen lässt. Also, Leute, so selbstverliebt kann man doch echt nicht sein. Gut. Auf jeden Fall, das war's mit dieser Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut doch mal beim Sigurin vorbei. Der wird sich auch mal auf einen Like freuen. Und ich würde sagen, warte mal, der hat das ja schon gesagt. Egal, da habe ich es nochmal gesagt. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Mod Salsa. Bis dahin, tschüss.